Herrn Nagano. Ja, großartig. Also das ist ein großes Wort und sagt viel und gleichzeitig kaum etwas. Ich finde, ich freue mich sehr, dass er es bekommt, weil wir haben ihn auch in der Philharmonie immer wieder gehört. Und er ist ein wunderbarer Interpret. Das würde ich auch so sehen. Ich würde noch sagen, dass wir natürlich ihn nicht persönlich kennen. Also jetzt mit der Lebensfreude. Er bereitet Lebensfreude durch seine Musik, der wunderbare Dirigat, das er immer hat. Ich denke, dass er auf der einen Seite sehr zuverlässig arbeiten muss mit der Profession, die er für seine Musik hat. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass er das Leben genießt. So können Karrieren beginnen. Mit offenen Fragen, mit einer Wahrheitssuche, die angetrieben wird von tiefem Respekt für die Kunst und ihre Schöpfer und von großem Verantwortungsgefühl. Aber wer ihn ein bisschen näher kennt, der weiß, dass da sehr, sehr viel Lebensfreude dabei ist. Und dass er sie weitergegeben hat an seine jeweiligen Orchester, seine Klangkörper, sie geformt hat, die begeistert hat, das ist schon enorm. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Das Publikum, was so viel Lebensfreude erleben durfte während der Konzerte. Die Preis ist über Lebensfreude, Joie de Vivre. Und es ist für mich etwas wirklich tief und besonders, weil die große Erinnerung ist der Anfang von meiner Relation mit meiner Frau. Wir haben in Paris kennengelernt über ein Glas Champagner. Okay. Und das war so schön, und jetzt, 27 Jahre später, ist es immer ein schöner Moment, wenn wir einfach zusammen ganz, ganz in Ruhe ein Glas Champagner haben.